Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Raft. Wir haben heute wieder gute Lasse und Michael dabei. Was wollte ich sagen? Wir sind auf der letzten Insel gewesen da drüben, haben die geplündert, haben jetzt nicht wirklich viel bekommen. Was passiert? Ach, hi. Wo ist Hi? Ah, Hi hat schon was abgefressen. Nein, oder? Na doch, egal. Wenn das Ding so groß wird, wird es halt irgendwie eklig. Na, oh, da kommt's. Oh, da sind sehr viele Fässer. Können wir da drauf zusteuern? Ich glaube, wir steuern da sogar mehr oder weniger drauf. So leicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen angepasst, wir fahren jetzt direkt drauf zu. Guck mal, ob ich noch ein bisschen Material krieg. Wo jetzt nicht gerade in der Fässer, also in der Netze drin bleibt. Das sieht echt aus. Echt. Die Netze sind richtig gut. Die lohnen sich. Ja, nur schade, dass sie die kleinere Fläche nutzen und nicht die große. Ja, sobald wir können, machen wir sowieso die größere Fläche, habe ich gedacht. Weil ich habe jetzt auf der einen Seite habe ich schon. Die Originalgröße hingekriegt. Also sprich, wir haben die Originalgröße auf der Pflanzseite und hinten raus. Und jetzt bin ich halt dabei, nach vorne wegzugehen. Wir müssen auch irgendwann mal entscheiden, wo vorne oder hinten ist. Wie das Boot treibt. Oh, ich sehe den Frack. Ja, das sieht gut aus. Ich würde sagen, hinten und vorne, eigentlich so, wenn man vom Essen und von den Bäumen aufsieht, links oder rechts da, so die Seiten ist hinten vorne. Da mache ich auf der anderen Seite auch so, dann so ein kleines, so einen kleinen Zaun hin. Also machen wir an die Seite Zaun hin und vorne hin und lassen wir auf erstmal. Genau, so sieht's aus. Weil wir müssen den Zaun nochmal abbauen, weil da kommen ja dann die Netze noch hin. Und noch eine Reihe Holz. Achso, stimmt, ja, stimmt. Voraus ist jetzt ein verlassenes Schiff. Ja, wenn wir nach genug dran sind, springe ich wieder rüber. Ich versuche dann so schnell wie möglich. Ich glaube, die Möwe. Möwe. Ja, mein Speer ist kaputt. Ich muss den Speer bauen. Buche zum Bauen. Ja, wir brauchen auch Schleimbauen auf jeden Fall. Ach, Flanke. Kunde für die leere Flasche, das ist auch nicht unbedingt toll. So, apropos, ich hab's durch falsch gemacht. So ich schwimm schnell rüber. Keule-Kekse sind im Wasser. Wir sind gleich da. Schwimm. Ich sehe schon mal eine Truhe. Okay, da war Schrott drin. Kann ich hier irgendwas abbauen? Oh, ich hab Hunger. Das ist jetzt doppelt. Ich bin jetzt genau auf der Seite, wo der Zaun ist und komme jetzt nicht aufs Boot drauf. Ach, Kacke. Oh, ich hab Hunger. Wirklich. So, ich habe bekommen. Was habe ich gekriegt? Metallerz habe ich gekriegt. Ich leg's da oben hin. Das ist gut. In der Truhe noch Platz? Und wir haben Glas, also eine Glasscheibe habe ich noch. Und wir könnten jetzt eigentlich auch schlafen. Jo, wäre eine gute Idee, Melin. Ja. Ah ja. Ich bin gleich verhungert. Das ist schlimm. Ist schon was auf dem Grill fertig? Nee, aber ein Trostbüttel was. Boah, Essen ist echt schwer zu managen. Auf einmal ist es da, auf einmal ist es weg. Ja, aber wir haben eine Alge, haben wir doch dort. Ich komme ja doch zu dem. Ich bin dabei, aber es dauert immer. So, vom Essen sieht es jetzt bei mir wieder halb aus. Und noch was trinken. So, Jungs, ich habe was für euch. Eins.
Wir haben eine Flasche. Und zwei. Alter, die kann richtig voll gemacht werden. Ja, deswegen. Genau. Also das heißt, ich könnte jetzt theoretisch den Becher entweder wegschmeißen oder aufheben. Eigentlich aufheben und dann... Ja, für oder halt... Für... Ich hab keine... sag mal schnell. Frisst doch eigentlich die instabilsten Stellen immer auf, freches Ding. Wer weiß, was er tut. Ah, wir, jawohl, Holz. Gut, ich kann weiterbauen. So, ich wollte jetzt da hinten erstmal fertig machen. So, 1, 2, 3. So, die Ecke ist fertig, die Seite ist. Müssen wir eigentlich nur noch nach vorne, die drei Felder. Ja, jetzt habe ich kein Holz mehr. Haben wir die Fässer überhaupt noch eingesammelt jetzt? Ja, ich habe zumindest ein paar eingesammelt. Oh, eine Kalle. Ah, okay, mir fehlt jetzt Plastik. Aber ich glaube, wir haben doch oben mehr als genug. Oben sind drei Dinger, Stacks Plastik. Ne, einer nur noch. Ja, okay, nee, dann lassen wir deine drin und... Zurücknehmen, ich brauche nicht. Ich habe selber noch im Inventar. Okay. Ich dachte, vielleicht brauchen wir denn für irgendwas. Nicht, dass ich wüsste. Ja, du weißt ja. Einen zweiten Schmelzofen wollte ich bauen, aber fehlt mir noch Ton. Okay. Cool, das Fass. Ist noch ein Fass? Jo. So, was haben wir? Ich schau noch ein bisschen. Geht. Also unser Floß wird jetzt so langsam, kriegt die Größe, wo wir haben wollen. Oh, ich bin runtergefallen. Ups. Mir hängt es meistens bloß am Holz. Ja, der Baum ist noch da, ne? Also der Baum steht noch da. Kann ich eine Felle überhaupt? Mit der Axt? Nee, ich meine jetzt, ob der schon ausgewachsen ist, dass man eine Felle kann. Ja. Okay, ah, Palmsamen habe ich gleich gekriegt. Das ist sehr gut, da ist noch einer in der Truhe. Das ja, ist dann noch in der Truhe. Also. So, das heißt, ich kann jetzt gleich pflanzen. Und gleich mit meinem Wasser ein bisschen gieße. Ich glaube, das stimmt. Ich mache dann voll. Also langsam wird das Ganze. Braucht jemand dringend Wasser? Weil sonst mache ich mir die Flasche voll. Mach einfach voll. Voll. Hat er eben schon gemacht. Gut, dann fülle ich das Ding wieder auf. Müsste es auch noch wieder auffüllen. Ich bin schon dabei. Ist jetzt alle weit. Den Kram doch weg. Das geht mir alle weit auf den Keks. Was passiert? Hä, du kannst einfach ohne Probleme eigentlich da drunter. Hab doch jedes Mal Probleme, ich bleib da dran hängen und alles. Krass. Ich nicht, ich weiß nicht. Lisa nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ja, jedes Mal, wenn ich vom Boot falle will, drauf, bin ich genau auf der Seite, wo das Zeug ist. Ja gut, das ist natürlich unpraktisch. So, ich habe noch eine Kartoffel, die ich da drauf leg. Ich hab noch Stein. Hier laufe ich mal. Naja. So. Hast du fast aufgenommen? Ja, ich hab das an zumindest gerade. Also, unser Floß hat gleich die Originalbreite. Nicht mehr viel. Hat das Wasser jetzt funktioniert, was ich da reingekippt habe? Er ist dabei. Ah ja, okay. Ich erkenne es manchmal gar nicht, dass das Zeug, mehr schnell. PC, entschuldigen, er konnte nicht. Ja, ist okay, Problem. Ich habe hier gesagt, es ist ja kein Muss.
Ja, nö, ich sag nur, dass sie da noch Bescheid wissen. Ich habe auch schon gesehen, dass da irgendwer geschimmert hat. Ja. Das ist halt so, kann man nicht ändern. Wir wissen ja sowieso nicht, ob ich hier eigentlich mitmachen würde, so. So, Planke, das. Der Haifrest, hab jetzt nicht Hai. Ich hab keine. Ich wüsste mir endlich, wo wir Speerbastler. Hab ihn. Ist er tot oder weg? Nein, aber das für ihn tot ist er nicht. Aber jetzt müsste das Stück Holz mal in Ruhe. Ah, da kann ich es gleich reparieren. Aber die. Wo ist es gewesen? Die Behälter bei Regen wahrscheinlich. Die Ecke bei dem Wasseraufbereitungsanlage. Ah ja, ich sehe es jetzt gerade. So, ist repariert. Sehr schön. So. Wird nicht mehr viel und dann haben wir unser. Bleib bloß, weg und schau schon der Hammer auf den Kopf. Truhe ist neben dir, Demon. Truhe Fass. Ich seh's grad. Hab's. So, wird ja kein Holz. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt klein, dann können wir die Innenteile nur außen durch. Ist halt bloß dann die erste Frage, also die beste Frage, wo wir es als erstes hin tun. Weil es wird definitiv nicht reichen für die komplette Länge. Ja, das sowieso nicht. Und wir müssen sowieso davor ja nochmal was tun, damit da halt das ankrempeln und nicht die Netze. Nee, also ich würde jetzt gleich danach eine Reihe Netz drum platzieren. Danach eine Reihe Schutzdinger. Ja, die kleine Schutzbleche oder nur. Genau. Langfackel ins Gras setzen und gleich Schutzblech. Und halt nur teuer. Schutzbleche. Eine Metallbarren, drei Nägel, zwei Nägel. Ja, aber wir hätten dann schon gleich welche paar. Ja klar. Wir schon können das Innere noch lasse. Ungefähr die. Ui! Meine Kartoffel will ich jetzt essen. So, Herr Koch, ich hab was für Sie. Was denn? Da. Eine Kokosnuss. Und wie funktioniert das? Ich hab keine Ahnung. Okay, Wassermelon platzieren, ja, weiter und. Hast du nicht ein Rezept hier? Ja, weiß ich nicht. Das Rezept. Was sind da Rezepte drin? Ah, Gemüsesuppe. Eine Kartoffel, vier Rüben. Ah, okay. Kannst du das an die Wand hängen, das? Nein, man kann. Ja. Ein Fass. Achso, kann ich hier an die Wand hängen? Ja, ich kann die Wand hängen. Okay, ich hänge nur das eine an die Wand, aber das ist sonst doppelt. Ja, das andere ist. Wenn das eh dasselbe ist, kann man ja eins wegwerfen. Oder es verschwindet dann keinen Sinn. Oder verschwindet das dann irgendwie? Oh. Nö, ich wüsste. Und da ist wieder eine Insel. Anack. Oh, Eisen braucht lange zum Brennen. Holy shit. Okay, ich brauche mich jetzt einen zweiten Ofen. Mir fehlt Holz. Nee, mir fehlt Plastik. Mein Beileid. Ja. Aber ich krieg Plastik gerade. Aber ich könnte mir jetzt nur Speer bauen. Wenn du Plastik brauchst, ich kann dir Plastik geben. Holz. Hier. Wo ist hier? Ich hab da in Mitte. Was? Weiß man. Bitte. Ah, da. So, machen wir das. Gut, ich glaube, es ist jetzt dann soweit durch. Eine Reihe und dann hätte man die Originalbreite. Ja, die Netze und die Sicherung. Oh, da ist eine Insel. Ich steuere mal die Insel an, damit können wir wieder Ton holen, weil ich kann mir zwei Schmelzofen machen. Okay, zwei Schmelzofen? Ja, der eine dauert extrem lange, wenn du Erze machen möchtest. Das Glipper ist kein Problem, aber für Erze braucht er echt ewig. So, jetzt ist die Frage. Ja, komm, ich mach das Ganze noch eins breiter dann. Und dann machen wir die Plantage. Der Garten ein bisschen größer. Eine Reihe. Aber wenn ich ehrlich bin, ich versteh's trotzdem nicht, wie das funktioniert. Ich bin jetzt froh, dass ich kein Koch bin. Ich kann es ja nicht sagen. Man hat ja nur vier Stellplätze.
Oder sind es 2-2 jeweils? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, das ist verwirrend. Wir brauchen insgesamt 4 Sachen, steht da drauf. Ich habe Fleisch für dich. Ah, das kann man basically nicht. Einfach aus, Dings da. Ich habe eventuell gerade die Möwe getötet. Eventuell? Oh oh, irgendwas wird gebissen. Da sehe ich es falsch. Doch, ja. Doch, oh. Toten weg. Ja, scheiße. Emo konnte ich nicht kriegen. Okay, wir brauchen einen Wurfeimer. Ich gucke, ob ich das Holz zusammenkriege für einen Sebastian. Ich muss die Steine haben. Steine sind oben drin. Ja, ich arbeite. Apropos Steine, ich habe ja links eine Metall. Ist an der Seite in der rechts oberen Ecke platziert, ich muss das Sägeschnitt korrigieren. Mach das, ich schmeiß dann. Ja, komm, drehen, wir wollen rüber. Stückchen. So, Wasseraufbereitung sieht gut aus. So, mit Wasser haben wir jetzt keine Probleme mehr, denke ich erstmal. Nee, sieht gut aus. Aber ich denke, so ein drittes wäre auch nicht verkehrt von den Teilen. Nee. Weil er hat ja an jeder eins, klar kann jeder an jedes dran gehen, aber Anger wird bereit gemacht. Anger in der Flosse. Jo. Meter noch. Okay. Halber Meter noch. Ja, kannst werfen. Letzter Anger. Sehr schön. Ich nenne die Insel Chabawuki. Vielleicht was wir alle aussprechen können. So. Aber Wookie kann doch jeder aussprechen. Ja. Oder soll man sie nennen Hecki Hecki Pateng? Okay. Was Einfaches wie Goofy würde die auch gehen, oder? Dafür brauchen wir Milch. Ah ja, können wir sie dann nicht machen. Wir nennen sie die Insel von Nie. Nie da, nie was hier, nix da. Ohne Wassermelone. Und eine Truhe. Und was Gescheites drin, wenigstens? Ohne Waschmaschine. Nee, oder? Schrott war drin. Schrott ist doch immer gut. Schrott und Holz. Ich muss mir schon wirre. So. Oh. Mir fehlt ein Stein. Axt. Also ich kann mir jetzt die gute Axt bauen, das werde ich jetzt auch tun. Ja, das geht uns nicht. Okay, es ist dunkel. Ich mag dunkel nicht. Nicht so wenig. Stehst du nicht so auf dunkel? Da weiß nicht, wer der am Arsch rumkrapscht. Ach ja. So, dann lass mal schlafen. So sieht's aus. Aber es ist schon faszinierend. Wir haben schon die Reihenfolge von der Bitte festgelegt, wer wo pennt. Ohne dass wir irgendwas gesagt haben. Ja, man schläft ja nicht in den Betten von jemandem, der schon benutzt hat. Das ist ja. Pui. Oh, pui. Ups, ups. Ups. Da habe ich ja voll oft was falsch gemacht. Ich nehme meistens immer das erste Bett. Und wieder Hunger. Aber ich habe eine Wassermelone dabei. Die kann man doch eigentlich gut futtern, oder? Wasser. Nicht essen. Die. Also, das bringt eigentlich nur mehr Wasser als Essen. Immer doch. Ja, die macht satt, aber nicht so extrem. Okay. Ja, ich musste bloß aus dem. Ich bin immer noch im Hungerbereich drin. Was wollte ich jetzt machen? Dich wollte ich machen, ne? Das heißt, ich brauche noch einen davon. Einen davon. Ja. Immer noch irgendwo. Also, der Baum, wo du isst, dann kann man schon Fälle von der Größe her, weil ich. Wo beurteile gerade. Ja, kannst du. Okay, ich habe diesmal keinen Samen bekommen. Wird das jetzt hier gehen? Fisch. Das können wir eh nicht mehr. So, die Kokosnüsse sind. So. Einen hätte ich noch. Eine Kartoffel? Halt noch die Frage, was ich habe. Wollen wir da Heikle Lünge und dann versuchen wieder. Sollten wir halt. Ich bräuchte also Ton und Lehm und halt auch wieder Eisen. Okay, ich glaube, dein. So, Ton und Lehm ist ja auch wieder eine sehr gute Aussage. Lehm und Sand. Nee, ist alles gut. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe dich.
Das ist gut. Mal gucken, ob ich jetzt noch die Reihe durchziehen kann. Plastik, Bums, was, mehr doch alles. Kann noch eins. Nein, mir fehlt genau eher Holz, eher Plastik. Aber ich verstehe noch nicht, wie, muss man... Fehlt irgendwas noch? Oh, der Hai, der Hai, der Hai, der Hai, der Hai. Fuck, langsam. Kannst du nicht sagen, um ehrlich zu sein. Oder muss man das... Weil reintun kann man es ja nicht. Ich verstehe das Rezept ja irgendwie nicht. Also was denn von dem? Was vier Plätze und was von denen jetzt viermal? Das ist halt die Sache. Beziehungsweise ich habe ja schon vier hin gemacht, so ist. Aber ich gucke mal ganz kurz auf mein Handy. Craft Cooking Pot. Official Wiki. Use. After constructing the cooking pot, you may add randomly found recipes to the backboard. Place items on the four pads surrounding the pot. Add planks to fuel the fire. Jetzt. Ich muss auch Planken unten reinlegen. Ja. Ich konnte, achso, ich hatte ja auch kein Holz. Ja, ich habe eine Planke reingelegt. If ingredients combinations that do not match any recipe are placed when cooking leftovers are produced. Replaced, produced. In der Top 5, das ist ja süß. Ja, das sieht süß aus, das stimmt. Lasse? Ja, ja, anlesen. Ja, da, pass auf, ich schmeiß dir was auf die Füße. Bitteschön. Und bitteschön. Ah. Oh, das ist gut. Ja. Das ist gut. Da kann ich uns nämlich was Cooles bauen. So, ich guck, wir müssen jetzt gucken, ja, dass wir der Hike platt kriegen, oder? Ja, Demon, du bist der Herr des Bootes, oder? Kann man so sagen. Platzier das bitte mal irgendwo. Sinnvoll. Ah, sinnvoll. Er ist ein bisschen größer, deswegen. Okay. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein Loch zu. Ja, am besten glaube ich in der Mitte, also irgendwie hier so. Warte. Kann jemand mal gucken, so hinter mir, wo die Mitte ungefähr ist? Gerade schlecht, ich kann das sofort sonst sagen. So. Ich kann das Ding nicht setzen, warum auch immer. Was willst du denn eigentlich setzen? Der Anker. Es muss um Runde sein von Holz. Merk's grad. Mach ich. Wenn er was zu gehen hat, mach ich das Papier. Schön. Einmal Anker. Ich hoffe, dass es ziemlich in der Mitte ist. Immer Daumen. Und der ist für immer oder geht der noch? Ja, ist für immer. Könnten wir jetzt runterkurbeln, Anker werfen. Und dann. Nicht rein selber reinfallen. Ah, man kann da rein, okay, gut. Ja, man kann so kratzer reinfallen und dann hast du einen Anker. So, dann mach kann man da einen Anker mal weg. Machen die ja. Anker gesetzt. Auf so, dann sollten wir uns mal ganz kurz Waffen craften, damit wir den Hai ganz kurz die Leviten lesen können. Na, ja, gute Idee. Machen wir das. Oh, also, komplett. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Waffen brauchen wir Eisen dafür. Ja? Ich habe keine Eisen. Ich habe gerade für den Anker alles ausgegeben. Ich habe Eisen. Metallbar, nein, habe ich. Ups. Brennglas können wir auch bauen. Und Schrott hätte ich. Schaufel. So, und was brauchen wir, um die Suppe zu essen? Eine Schüssel wahrscheinlich. Wo ist bitte eine Schüssel? Aus Ton. Ja, ich hab keinen Ton. Das hätte ich das Rezept gemacht. Ich hab gerade gesehen, dass wir noch Ton erforschen können. Achso, na gut. Wahrscheinlich eine Schüssel, ja. Ja, das hier müsste halt unter Wasser. Klar. Leiterplatte, wie kriege ich die? Leim. Kupferbarren. Ja, wie gesagt, ich habe nur einen Schmerz offen, also wir brauchen einen Ton. Guck mal, ob ich der Hai bisher auch locken kann, dass wir ihn nochmal killen können. Der Hai ist bei mir. Hier? Ja? Ja, der spielt gerade mit mir, ich wollte dazu Truhe. Ja, da kommt der. Gut, dann können wir ihn jetzt zu dritt mal angreifen und gucken, ob wir ein Blatt kriegen. Alter, dieser Arsch hat mich. Oh, er ist echt zu schnell, das gibt's echt nicht. Aua.
Hätte ich jetzt gebissen? Also, da, ich habe aber immer noch so lenkt knapp und ich hol kurz, was ich brauche. Ja, ich habe eine Eimer getroffen jetzt. Eimer. Ich komme dem nicht nach. Wie gesagt, der ist echt zu schnell. Ja, ich komme noch nicht nach und jetzt ist wieder so ein krasser Bild. So, aber in dem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten fürs Zusehen. Wir haben die Zeit wieder erreicht. Haut rein und tschüss.